Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind tatsächlich immer noch im Harz und heute im Bikepark St. Andreasberg, Hashtag MSBX Trails. Ich glaube, das wurde irgendwie umbenannt. Und hier werden wir jetzt noch ein paar Abfahrten machen, bevor wir uns auf dem Heimweg machen, weil das immerhin ein paar Kilometer auf unserer Rückreise jetzt lag. Und deswegen bietet sich das natürlich an. Wir haben jetzt gerade geparkt. Ich muss gleich mal abchecken, was das Parken kostet. Und dann holen wir uns so ein 10 Liftfahrten-Ticket, weil das kann man sich auch teilen. Und dann kostet das, glaube ich, 33 Euro, geteilt durch 2 und passt 5-mal jeder hoch. Und das sollte dann reichen für heute. Das lag auf unserem Rückweg und deswegen machen wir hier einen kleinen Abstecher heute hin und checken das Ganze mal aus. Ich werde heute ganz entspannt machen. Es geht mir mehr ein bisschen um die Michi heute, dass die einfach ja wieder so ein bisschen Good Vibes bekommt beim Fahren, weil gestern lief ja nicht so gut bei ihr und deswegen lasse ich die heute ganz, ganz viel vorfahren und dann seht ihr ganz, ganz viele Follow-Camps von Michi. Also schon mal viel Spaß im Voraus. Bist du bereit? Ich bin bereit geboren. Du wirst heute viel vorfahren, weißt du schon? Warum? Machen wir Follow-Camps von dir. Ja? Ja. Okay. Heute ist dein Tag. Okay. Nur wegen dir bin ich hier. Time to shine. Runter, ne? Ja, da unten ist der Lift, ne? So, oben geparkt. Ich glaube, oben zahlt man einfach so eine Pauschale. Da stand jetzt nicht, wie viel was kostet, Stunde oder so. Hier ist ein Kasse. Einfach schon Angst, bevor es losgeht. Der Lift ist ähnlich wie im Bikepark Bodetal sehr gewöhnungsbedürftig. Später habe ich dann noch im Laufe des Tages einen Tipp bekommen, wie man das besser machen kann. Allerdings hätte ich den einfach gerne vorher gewusst, bevor ich mich da schon 3-mal blamiert habe beim Auf- und Abnehmen der Räder. Mit. Schon verkackt. Dann. Ach, von der anderen Seite kannst du noch mal versuchen, aber das genau ich, da. Das schaffe ich glaube ich nicht alleine. Auch das kommt Kuno da wieder hin. Schnell sein, ich habe mir schon die Hand verletzt. So, einmal. Ich glaube, du standest auf der falschen Seite, ne? Zum Auslenken. Ja, ich muss dann, ja, ich muss links aussteigen. Ja. Ja, aber jetzt mit blutender Hand. Ja. Also Leute, immer links aussteigen. So, wo ist denn der Startpunkt? Da. Da geht rot-schwarz runter und schwarz. 2 Lines. Also schwarze 6. Und die 7, wilde 7, Enduro. Und links geht alles, was rot und blau ist. Und 7 Strecken gibt's. Das können wir leider schon nicht schaffen, 7, ne? Ah, es brennt. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen entscheiden, weil wir nur 5 Liftfahrten haben, Leute. Ja, ist ja dein Tag heute. Du darfst heute entscheiden, was du zuerst fahren willst. Wahrscheinlich. Ja, erstmal blau, ne? Flow Trail, ne? Erstmal 1. Ja, bitteschön. Leider immer ist das Knacken nicht gelöst hier. Der Flowtrail hier im Bikepark ist wirklich sehr, sehr flach. Es ist zwar nicht so super glatt geshaped, da schon einige Steine sich freigefahren haben. Allerdings braucht man hier keine Angst haben, dass man irgendwie zu schnell wird oder so. Ganz im Gegenteil, man muss, wenn man hin und wieder bremst, sogar eher nochmal pedalieren,
und ist super zum Einfahren geeignet, um warm zu werden oder auch für Anfänger. Oh, voll den Stein gegen das Schienbein gekriegt gerade. Das ist wirklich sehr flach, tatsächlich hier. Schon am Sitzen fahren. Noch ein bisschen offene Kurven fahren üben hier. Das ist echt, glaube ich, so ein Trail, den kannst du mit Bremse offen ganz gut rollen. Also echt sehr, sehr entspannt jetzt, ne? Ich weiß auch gar nicht, wo es weitergeht. Ich glaube hier, oder? Da ist halt kein Schild mehr. Aber meine Hand brennt wie Sau, ey. Leute, wir überlegen jetzt, die blaue Line hier zu skippen, weil die so tretlastig ist. Ja doch, da vorne ist wirklich ein Schild. Eins. Ja? Ja komm, wir können die auch zu Ende fahren. Das ist mein Tag. Okay. Das ist mein Tag. Wenn wir aus dem Harz zurück sind, muss ich auf jeden Fall meine Gabel irgendwie was tun. Das knackt mir einfach nicht über. Ich dachte halt, ich krieg das gelöst, wenn ich einfach nur das mal auseinanderbaue, sauber mache. Aber irgendwie hat es nichts verändert. Das Komische ist, knackt jetzt halt die ganze Zeit. Auf die Strecke gucken, nicht auf die Bäume. Im Urlaub ist das, hat es nur geknackt, wenn ich aus der Compression raus bin bei dem Sprung. Und jetzt knackt es irgendwie die ganze Zeit. Also hier ein bisschen Radtour-Style. Also das ist auf jeden Fall so ein Trail. Den kann eigentlich jeder fahren, ganze Family so. Ein bisschen halt mit den Steinen muss man halt zurechtkommen, mit ein paar Wurzelchen, aber sonst halt nicht, ist halt nicht ultra steil oder sowas. Gut zum Warmfahren so. Ja, entspannt. Ein falscher Stein. Ein bisschen steiniger als hier im unteren Bereich. Allgemein die Trails im Harz relativ steinig so. Ich weiß ziemlich mit dem Stock nach mir.
Die gehen doch gut. Gut, also ich glaube, das ist jetzt einfach nur noch Transfer zum Lift. Also blau wirkt auf jeden Fall super, super entspannt. Zum Chillen. Hier kommen wir tatsächlich noch ein paar Kurven. Also mal im Lift. Die startet auch hier. Hast du irgendwo gesehen, wo sich das teilt? Ja. Wo denn? Da hinten irgendwann teilt sich das dann. So, wir versuchen zwei zu finden. Wo immer die zwei ist. Also das bisher ist es das gleiche wie die blaue Line so vom Feeling. Hier so ein bisschen mehr, ein paar kleine Wurzeln. Aber sonst. Der obere Teil der Stollentour ist ein bisschen ruppiger als der Anfang des Flow Trails. Im unteren Bereich wird es dann schon ein bisschen steiler und gegen Ende des Trails einfach ein Ticken schwerer. Das finde ich persönlich immer ganz gut, da man oben so ein bisschen reinkommen kann und gegen unten dann einfach schon am Start ist. Das kommt mir sogar tatsächlich auch so vor. Vom Feeling, als wäre man das gerade eben schon gefahren. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr Boden zumindest. Oh, ein Sprung, den habe ich übersehen. Links. Nächster Abschnitt. Ganz ungewohnt, dass man hier viele Bäume hat. Das der untere Stück hier ist ganz cool. Steinfeld.
Hexentreppe, endlich. Leute, ich habe jetzt gerade noch einen Liptrip bekommen. Rechte Hand am Oberrohr, linke am Reifen, dann geht das viel einfacher. Aber das muss man am besten vorher wissen, bevor man sich da dreimal blamiert. So Leute, Hexentreppe. Irgendwas ist hier auch im Park mit den Hexen, aber ich bin ja so ein Kulturbanause. Ich habe da gar keine Ahnung. Oh, der Michi steigt direkt das Gap hier. Okay, das ist kein Gap. Windig. Was ist da? Okay. Boah, geht das nicht hier. Boah, lass knacken. Leute, Leute. Gemeinde an mich selbst. Muss das letzte Mal sein, dass ich das so fahre. Die Hexentreppe ist ein großer Teil North Shore-Elemente und im unteren Teil wird es dann auch ein bisschen steiler und ein bisschen ruppiger. Ich persönlich fand diesen Trail einen der besten Trails hier im Park. Leider hatten wir nicht so viele Abfahrten zur Verfügung, dass wir alle Strecken hätten fahren können. Allerdings dieser und der nächste Trail waren an diesem Tag meine absoluten Favoriten. Oh. Ja. Leute, ich darf vorfahren jetzt. Michi hat jetzt irgendwie, sagt sie, sie hat keine Ahnung, was kommt. Deswegen soll ich vorfahren. Schmale Landung. Ach, Michi ist noch da. Ui! Hoppa! Hier. Oh, Drop. Noch ein Drop. Drop aus der Kurve. Step up. Wenn man viel schneller sein muss. Und dann kommen die Strecken wieder zusammen. Achtung, Drop! 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 Gap! Ist sie noch da? Geht nicht? Ah, okay. Riesen Step up oder was? Nicht ganz drin gewesen. Boah, bin ich. Unser Tag ist fast vorbei. Wir haben jetzt gleich noch eine Liftauffahrt, dann ist schon Feierabend, weil wir nur 5 Liftfahrten hatten und die Strecken sind relativ kurz. Michi sucht jetzt die nächste Strecke aus und dann schauen wir mal.
Da ich irgendwie anscheinend einen Fehler in meiner GoPro hatte und die letzte Strecke, die wir gefahren sind, nicht mehr filmen konnte, müsst ihr jetzt mit einer Aufnahme von der Michi vorlieb nehmen. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Einige von euch feiern das ja eh, wenn man mal ein bisschen was sieht, wie die Michi fährt. In diesem Sinne, viel Spaß bei der nächsten Abfahrt. Ganz entspannt, so dass ich auch was mitkriege. Ja, jetzt ist gerade bergauf. Thank you.
Oh, die ist interessant. Warte. Okay. Scheiße, die 90er werden einfach unterschätzt, ne? Ich weiß nicht, Louis, falls du das siehst, ne? Gibt doch noch andere Künstler als Nelly Furtado. Ich feiere auch Nelly Furtado übertrieben, aber so zwischendurch mal NSYNC, Backstreet Boys, Christina Aguilera. Das Lied, das ist eine Serie. Vampire Diaries auch, oder? Oder war es One Tree Day?